Und Mut hatte auch der Mann, um den es jetzt geht, Johann Rukili Trollmann. Er war nur 3 Tage lang deutscher Meister im Mittelgewicht. Dann haben die Nazis dem Boxer den Titel wieder weggenommen, denn er gehörte zur Volksgruppe der Sinti. Der Ausnahmesportler wurde verfolgt und schließlich ermordet. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod bekam der Meister den Titel zurück. Der Meistergürtel ging an die Nachkommen und er wird jetzt in Köln im Sport- und Olympiamuseum ausgestellt. Es gibt nur wenige Filmschnipsel von Johann Rukili Trollmann. Von den einen Rucki genannt, von den anderen der tanzende Zigeunerboxer. In den 20er Jahren war er ein Sportidol und ein Frauenschwarm und 1933 deutscher Mittelgewichtsmeister. Heute nun übergab der Großneffe Rukis dessen Meistergürtel an das Sport- und Olympiamuseum in Köln. Hier wird dem Boxer künftig eine kleine Ausstellung gewidmet. Ich bin sehr stolz, dass das endlich geklappt hat, weil es ja auch eine Ehre, neben Max Schmeling, den Spind neben Max Schmeling zu bekommen für meinen Großonkel, die sich ja auch persönlich gekannt haben. Der Sinto Johann Rukili Trollmann wuchs in der Altstadt von Hannover unter ärmlichen Verhältnissen auf. Bald stellte die Familie fest, er hatte ein Talent, Boxen, und er entwickelte einen besonderen Boxstil. Der soll sehr Cassius Clay, damals noch Cassius Clay, später Muhammad Ali, sehr geähnelt haben. Weil wenn wir den Boxkämpfe gesehen haben, dann hat mein Großvater gesagt, der boxt genau wie mein Bruder, exakt wie mein Bruder. Später habe ich dann erfahren von noch lebenden Zeitzeugen, dass er sehr feilschnell war, dass er im Ring rückwärts getänzelt hat und dass er aus der Rückwärtsbewegung ausgeschlagen hat. Für die Nazis war dieser Stil, wie sie sagten, undeutsch. Ein Arier weicht nicht zurück, hieß es. Boxen war damals wie hier ein Schlagabtausch im Stehen. Die Nazis entzogen 1933 Rukki den Meistertitel, 3 Tage nach dem Kampf. Die Karriere war beendet. Später musste er für Nazi-Deutschland an der Front kämpfen, bis er in ein KZ bei Hamburg deportiert und hier 1944 ermordet wurde. Ich glaube, es ist eine Geschichte, die einerseits noch nicht so bekannt ist. Es ist kein Name, der Durchschnittssportfan, glaube ich, parat hat. Und es ist einfach eine Geschichte, die einfach sehr stark ist. Also wenn es ein Drehbuch wäre, würde man wahrscheinlich sagen, es ist fast zu dick aufgetragen. Trotzdem ist Anfang des Jahres ein Film über das Leben von Johann Rukili Trollmann in die Kinos gekommen. Eine späte Ehrung für einen Ausnahmeboxer. Und auch ein Theaterstück gibt es über Rukki. Der Zigeunerboxer heißt es und wird künftig im Boxraum des Sport- und Olympiamuseums aufgeführt. Das ist ja so der Michael Jackson des Boxsports gewesen. Ne? Und ich glaube, das charakterisiert ihn. Also begnadeter Athlet, Schnelligkeit. Heute würde man sagen, toller Typ, toller Tänzer. Der war echt ein Frauenstar, ein Frauenschwarm. Also es wird erzählt, dass ganz viele, auch aus der Berliner Oberschicht, ganz viele Frauen an den Ring kamen und sich zum ersten Mal Boxkämpfe angesehen haben, mit ihren Männern zusammen. Die waren völlig irritiert, dass sie mitkamen, weil sie einfach Rukki sehen wollten. Also weil gesagt wurde, Mensch, der sieht einfach klasse aus, schau dir das an, das ist ein cooler Typ. Auch diese Geschichte wird man im Sport- und Olympiamuseum erfahren können. Nachdem Rukki der Meistertitel aberkannt worden war, färbte er sich die Haare blond und die Haut weiß. Als Karikatur eines Germanen stellte er sich reglos noch einmal in den Ring und ließ sich K.O. schlagen. Für viele war er dennoch der moralische Sieger. Und jetzt hat Rukki einen Platz im Sport- und Olympiamuseum in Köln, zusammen mit den anderen deutschen Boxlegenden. Und zu Recht. Und jetzt gibt's den Nachrichtenüberblick. Die Bürgerinitiative